Willkommen zurück, mein Lieben, bei Hollow Knight. Wir sind zurück in Mistmund und hier, ja, habe ich irgendwas gemacht. Und da sind diese beiden neuen Gebäude dazugekommen. Wir reden nochmal mit dem alten. Ich weiß die Stimme gar nicht mehr. Oh, schau dort. Etwas Seltsames und Unheimliches ist plötzlich erschienen. Wie fürchterlich. Ich denke, ich sollte am besten versuchen, es zu ignorieren. Hört sich nach einem Plan an, mein Freund. Ich kann mal kurz gucken, was ich alles habe. Okay, mit denen kann ich nicht reden. Okay, wir können hier rein. Und ins Große. Was zur Hölle bist du? Gewein. Ah! Hast du uns gerufen? Du hast uns gerufen und wir sind erschienen. Du siehst nicht verängstigt aus. Warum hast du uns gerufen? Ist nicht wichtig. Sag mir nicht. Wir sind erschienen und ich rieche etwas tief unter uns. Ich will es. Dieser Geruch, du versteckst etwas sehr Schönes vor mir, nicht wahr? Du solltest nicht so etwas Schönes verstecken. Zeig es mir, zieh es an, schnell! Ich weiß ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was sie meint. Ob wir irgendwie einen Talisman anziehen sollen oder sowas? Vielleicht der Ekelgeruchstalisman? Ich weiß es nicht. Wir reden nochmal mit ihr. Okay. Sie wiederholt sich. Alles klar. Gut. Dann gehen wir mal ins mittlere Gebäude. Ah, hier ist es ein bisschen dunkel. Jetzt wird es das. Babala, Geno. Du hast uns gerufen. Sprich mit dem Meister. Okay, wer ist der Meister? Sego Nala. Okay. Das sieht aus, als könnte es eine Boss-Arena sein. Soll er auch irgendwie, ich glaube, das ist irgendwas DLC-mäßiges. Soll da auch einen optionalen Boss geben. Ich weiß aber nicht, ob der jetzt kommt, aber das sieht ehrlich gesagt ganz danach aus. Aha. Sieht eher weiblich aus. Ich nehme jetzt einfach mal, versuche eine weibliche Stimme zu machen. Ich hoffe, das passt. Du warst es also, der uns gerufen hat. Sei gegrüßt, mein Freund, sei gegrüßt. Ich bin Grimm, Meister dieser Truppe. Die Laterne wurde entfacht und dein Ruf erhöht. Eine feine Bühne hast du gewählt. Dieses Königreich von Wurm und Wurzel brachgelegt, der ideale Erde, um darauf unser Ritual zu vollführen. Und du, mein Freund, deine Rolle ist noch lange nicht vorbei. Als die Laterne aufleuchtete, wurde deine Rolle bestimmt, unser Pakt geschmiedet in scharlachrotem Feuer. Sehnlich warten wir darauf, dass du beginnst, doch lass mich erst etwas Licht auf deine Aufgabe werfen. Okay, wir haben irgendwas gehalten. Grimmkind, ist das ein Talisman? Über dieses Land verbreitet sich nun meine Sippe. Sie ernten die Essenz, die meiner Gattung eigen ist, die Flamme im Traum. Suche meine Sippe, erobere ihre Flamme und bringe sie zurück zu mir. Zusammen können wir Wunder wirken. Doch sorge dich nicht, kleines Wesen. Für diese Aufgabe wirst du nicht alleine reisen. Mein Kind soll dich zu den Flammen geleiten und die brennende Essenz in sich aufnehmen. Wenn auch du spielst das Kind eine Schlüssel... Wie auch du spielst das Kind eine Schlüsselrolle bei dieser Aufgabe.
Nur mit ihm an deiner Seite werden sich die Flamme und meine Sippe dir offenbaren. Puff, und weg ist er. Okay, was zur Hölle haben wir erhalten? War das ein Talisman? Ja, das war das Ding hier unten. Grimmkind. Getragen von jenen, die am Ritual der grimmigen Truppe teilnehmen. Der Träger muss die Grimse besuchen und ihre Flamme sammeln. Nicht eingesammelte Flammen werden auf der Karte des Trägers erscheinen. Okay, lass uns das mal ausrüsten und gucken wir mal, wie viel wir da tun müssen. Dass es eine kleine Sache ist oder ob das... Okay, sehen wir jetzt schon was auf der Karte? Ich sehe keine neuen Sachen, glaube ich. Okay, dann lass uns das Ding ausrüsten. Geoschwamm brauchen wir nicht momentan. Mehr als genug Geo. Lebensblutherz. Kompass würde ich eigentlich schon ganz gerne behalten. Okay, müssen wir wohl auf das verzichten. Okay, das heißt, wir können den Geoschwamm wieder ausrüsten. Okay, jetzt folgt uns dieses Ding. Wie schaut die Map aus? Okay, da ist eine Flamme. 2, 3. Sind es nur 3? Wenn es nur 3 sind, würde ich sagen, können wir das zusammen machen. Oh. Eines ist ja hier oben direkt. Ich weiß nicht, ob wir noch sonst irgendwas, ob uns sonst irgendwas fehlt. Oh. Ich kenne natürlich das Terrain überhaupt nicht mehr. Okay, da ist eine der Flammen. Oh. Ich hab den Typ. Wo? Muss ich töten? Das Vieh unser Kollegendings ist auch nicht so sonderlich hilfreich. Aber krieg ich den fast nicht zu fassen. Ich weiß nicht, wie oft ich den treffen muss. Wo ist er? Da ist er. Vielleicht, wenn ich schnell bin, kann ich ihn zweimal erwischen. Das ist kein sonderlich guter Ort, um zum Kämpfen. Okay, ich kann ihn zweimal treffen. Und leider nicht viel Seele. Ich hoffe, der braucht nicht. Wir brauchen da nicht Ewigkeiten, um den Typen zu töten. Das ist ein bisschen nervig. Oh. Ich weiß nicht, ob ich da rangekommen wäre. Meine Güte. Geh nicht in die Stacheln runter, du blödes Mistvieh. Ah. Da kriege ich ihn nicht. Okay. Damn it. Super nervig. Aber ich hoffe, das sind nicht alle so. Weil das ist... Flamme verschlungen. Okay, ich glaube, das war's. Auf der Map ist nichts mehr eingezeichnet. Gut, die anderen sind noch da. Dann würde ich sagen, porten wir zurück. Und suchen die anderen ab. Wisst ihr was? Ich werde das kurz offscreen machen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Das dauert dann
wahrscheinlich doch ein bisschen zu lang. Ich würde gerne noch irgendwas Interessantes machen in der Episode. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Es war relativ witzlos, war einfach dreimal derselbe Gegner. Und, ja. Jetzt haben wir das. Ich hoffe, das geht jetzt nicht so weiter, dass wir noch mehr sinnlose Aufgaben kriegen. Ich kann sie spüren, die Wärme der Flamme, die du zusammengetragen hast. Eine meisterhafte Eröffnung sagt, die Luft bebt nur so vor Spannung. Liebes Kind, das hast du gut gemacht. Lass deine Flamme noch heller leuchten. Oh nein. Schön, ja. Das Kind ist gewachsen. Von untätigem Jüngling zum tödlichen Kompagnon. In diesen gefährlichen Landen wird seine Unterstützung zweifellos willkommen sein. Vernachlässige nur nicht unseren Tanz, denn auch er dauert an. Jage weiter nach der verstreuten scharlachroten Essenz. Wenn das Kind dann wieder vor Flamme strotzt, kehre zur Bühne zurück und die Vorstellung wird beginnen. Okay, ja, leider genau das ist, was ich befürchtet habe. Oh, Moment. So, da sind wir wieder. Leider gibt es ein paar Bauarbeiten hier bei mir. Und falls die Bohrerei wieder anfängt, würde ich dann das kurz pausieren. Und ja, es wird jetzt ein bisschen holprig werden unter Umständen in dieser, vielleicht in den nächsten paar Folgen. So, jetzt haben wir 9. Wie gesagt, wir machen einen zusammen, die anderen mache ich dann offscreen, denke ich mal. Okay, es ist im Prinzip dasselbe. Einfach ein bisschen größer. Das Vieh macht immer noch nichts. Ein bisschen langsamer, habe ich das Gefühl. Au. Ich hoffe, er hält nicht mehr aus. Weil die Dinger sind super nervig. Ach. Ich spiele gerade auch Mist zusammen. Weiß nicht, ob ich dann ihn da erwischt habe. Ah doch, das Ding macht was. Man sieht es nur fast nicht. Okay, ich glaube, wir haben ihn. Okay, eine weitere Flamme verschlungen. Es sind wieder 3 auf dem Tablett. Und ja, die anderen 2 werde ich jetzt wieder offscreen suchen. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Und ich nehme mal an, dann gibt es einen neuen Dialog. Und ich hoffe, das war's dann. Ja, bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir gehen rein. Bitte lass es das gewesen sein. Ich will endlich den Boss bekämpfen. Meine Güte. Das kann doch nicht so schwierig sein. Wunderbar, wunderbar. Meine Sippe ist hier und die Zeit ist gekommen. Dieses singende Feuer, es birgt das Ritual Versprechen. Tanz mit mir, mein Freund. Das Publikum wartet. Zeige ihnen, dass du einer Hauptrolle würdig bist. Okay, jetzt fängt der Bossfight an. Ich denke, wir machen einen Try jetzt in der Episode und machen dann das so richtig in der nächsten. Ich gehe zwar davon aus, dass ich das Ding nicht im First Try schaffe. Das ist ein ganz cooles Moveset. Okay. Okay, da kommt immer ein Slash. Teilweise kann man die
Gegner hier auch so ein bisschen Brute Force. Aber gut, mein Lieben. An dieser Stelle machen wir einen Break und probieren dann den Boss beim nächsten Mal wieder. Ich werde, glaube ich, auch einen anderen Talisman ausrüsten, weil den brauchen wir tatsächlich nicht mehr. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Euer Northgate.